So, ich bin jetzt draußen und habe den Wagen aufgebaut und jetzt zu E-Center hinlaufen, Start kommt. Ich bin gleich da. So, ich bin bei diesem verschmierten E-Center angekommen und jetzt Bier und hier Spiritus brauche ich noch. Genau, die beiden Sachen kaufe ich mir gleich. So, ich bin gerade aus diesem E-Center rausgelaufen und ich habe mir eben gerade Bier und Spiritus gekauft. Und jetzt werde ich erstmal erstes Bier aufmachen. Und jetzt Wanderung zur Brücke, Start kommt. Guck mal, blaues Licht mit Farbe blau. Das heißt, dass ich bei der Weserwehr gerade bin. Und da werde ich jetzt rüberlaufen über die Weserwehr. So, ich laufe jetzt gerade durch diese Weserwehr rüber. Guck mal hier, da drüben. Ich bin bei dieser Schiffskatapultieranlage. Da, wo diese ganzen Schiffe da hochkatapultiert werden. Und entweder da drüben hingeworfen werden oder oder genau, dass das hier dann ganz hoch geht, dass die hochgeschossen werden und danach dahin fahren. Genau, das ist hier gerade. Und jetzt weiter zu gelaufen. So, weil ich mein erstes Bier ausgetrunken habe, habe ich jetzt gerade mein zweites Bier aufgemacht. Und momentan merke ich nichts vom Sturm. Also es ist leicht windig vielleicht. Nur ganz leichter Wind verspüre ich. Aber vom Sturm merke ich gerade gar nichts. Aber heute Mittag bzw. und heute Nachmittag, da habe ich auf jeden Fall Sturmböe gehört, wie die gegen mein Fenster geschlagen sind. Aber jetzt gerade ist das sehr still, also nur leicht windig, ganz leicht nur. Prüfen, ob das später oder heute Nacht, dass da ganz viel Wind kommt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oh Scheiße, hier, guck mal, es fängt langsam an zu regnen und sowas. Das heißt, hier, wegen diesem Scheißregen, weil der beginnt langsam. Hier. Genau. Mache ich den hier erstmal drauf. Über meinen ganzen Wagen rüberziehen. Das mache ich. So, hier, guck mal. Ich habe meine Tasche so gemacht, wie sie gemacht ist. Mit den, wie heißt das nochmal? Dieser Stoff, dieser Anzug. Dieser, ich weiß gar nicht, aus welchem Stoff da besteht. Also der in Farbe Orange, genau, dieser Sack, den habe ich da rüber gezogen über meinen ganzen Wagen hier. Extra damit die orangene Sackinnereien nicht nass werden und so weiter. Weil da ist auch ein bisschen Elektronik drin und so. Genau, so, und jetzt darauf, dass das jetzt hier ein ganz kleines bisschen, aber ganz minimal windiger ist, wie da ganz hinten, wo ich da von hier, also von dort hierher gelaufen bin. Und darauf, dass das hier so ein ganz kleines bisschen windiger ist, wie da hinten, werde ich jetzt auf dieser Stange hier Beer Power machen. Beer Power! Und da ganz hinten, da war so ein richtiger heftiger Blitz gerade gewesen. Der sah so groß und wie heißt es doch mal? Ja, der sah so mächtig aus. Aber der ist weit entfernt, aber trotzdem, der war voll hell gewesen und so weiter. So richtig groß und so. Als wenn er so richtig groß wäre, genau. Hier, ich bin in Habenhausen reingelaufen. Ich befinde mich jetzt gerade hier in so einer Bushaltestelle. Und dann sitze ich ja so ein bisschen rum. Weil hier, guck mal, da ganz hinten, da waren noch mehr Blitze. Und hier, da kam ganz plötzlich so ein Windstoß. Der hat sich genauso angefühlt wie so ein richtiger Gewitterwindstoß. Und deswegen, bevor ich dann doch irgendwie von einem Blitz getroffen werde, bin ich nach Habenhausen reingelaufen, weil ich sonst, wenn bis zur Brücke, dann den ganzen Deich laufen müsste. So, ich habe jetzt ein paar Minuten gewartet. Und es nieselt jetzt gerade so ein bisschen. Aber es fühlt sich jetzt gerade nicht mehr so an, als wenn jetzt gerade Blitzgefahr wäre. Und deswegen jetzt weiter zu gelaufen bis zur Brücke.
So, ich habe mich jetzt von Harmhausen entfernt. Oder beziehungsweise ich bin noch in Harmhausen, aber nicht in Stadtteil Boah. Ich befinde mich jetzt nicht im Harmhausen drin, sondern auf diesem Deich von Harmhausen. Genau. So, weil hier keine Laternen leuchten, hier auf diesem Deich, habe ich gerade meine nervige Kopflampe angezogen. Bier trinken sogar. Und das sieht irgendwie so aus, als ob das ganz leicht schneit. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich sehe das. Genau. Da sind überall diese ganzen Schneeflocken und so. Die fühlen sich so nass an, weil das nicht kalt genug dafür eigentlich ist. Ja, aber ich brauche nicht mehr so lange bis zur Brücke. Keine Ahnung. Viertelstunde bin ich da, glaube ich. Ja, 10 Minuten vielleicht schon. Die ist viel zu dicht dran, die könnte gerne weiter weg sein, damit ich mehr laufen könnte. Hier, ich bin bei dieser Brücke angekommen. Die ist da vorne, da wo diese ganzen LKWs und Autos und so weiter fahren. Das ist diese Brücke, die ich meinte, dass ich da drunter schlafen werde heute Nacht. So, jetzt muss ich hier nach da drüben hin lang. Genau in diese, da wo ganz viel dunkle ist. Weil da geht es dann irgendwann unter der Brücke. Genau. Das heißt, man sieht sich gleich, wenn ich unter der Brücke angekommen bin. Ich bin jetzt unter der Brücke. Ich mach mal Licht an. Oder nee, ich glaube, ich mach das hier auch mal stärker an. Hier. Genau, da oben. Ich bin hier. Ja, ich geh mal hier oben, damit ihr es sehen könnt. Genau, das hier, das ist eine Brückenwand. Und das da oben, das ist diese Autobahnbrücke. Da, wo diese ganzen LKWs und Autos und Fahrzeuge und so weiter rumfahren. Da bin ich jetzt gerade drunter. Das heißt, ich kann hier mein Zelt aufbauen und mich die ganze Zeit von diesen ganzen Fahrzeugen stören lassen, die hier über die Brücke rüberfahren. So, ich werde jetzt mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt aufbauen. Ich habe mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt aufgebaut. Yeah. So, mein Schlafplatz ist einsatzbereit. Hier liegen meine ganzen Sachen und so weiter und hier mein Schlafplatz, wo ich dann später hier drauf liegen würde. Und jetzt wird Musik angemacht. Hier ist so ein richtiger Starkregen. Aber weil ich jetzt hier das erste Mal unter dieser Brücke bin, bin ich, fast trocken. Ich bin in eine Pfütze reingetreten und jetzt ist mein Schuh nass. Scheiße. Aber hier pinkelt das richtig gerade. Das höre ich gerade. Hier, wir haben, das kann man gerade nicht sehen. So, jetzt. Hier, wir haben gerade 6,6 Grad Celsius. Ich habe das hier gemacht. Hier, aus der Fischkonserve. Dazu gibt es demnächst ein Tutorial von mir, als extra Video, wie ich das hier gemacht habe. Diese Fackel hier vorne. Und jetzt werde ich noch weiterhin Bier trinken und sowas. Und hier diese ganzen Geräusche von diesen Autos und Fahrzeugen und LKWs und sowas anhören. Das mache ich jetzt. Währenddessen ich jetzt gerade Bier trinke und mir das hier angucke. diese Öllampe, die ich jetzt gerade produziert habe, gebaut habe, selber gebaut habe. So, jetzt habe ich voll Bock drauf, diesen Linseneintopf zu machen von jeden Tag. Der wurde mir ja vor kurzem bei der Fanpost öffnen Video gesendet. Diesen werde ich gleich machen. Plus diesen Tomatenmarkt, der wurde mir auch mitgesendet.
Und irgendjemand hat in den Kommentaren geschrieben gehabt, dass diese Tomatenmark, dass mit Tomatenmark so ein Linseneintopf viel besser schmecken sollte. Und weil ich damit tatsächlich keine Erfahrung mit habe, werde ich das gleich zum ersten Mal probieren, ob das damit besser schmeckt. So, jetzt werde ich diesen Linseneintopf machen. Und dafür muss ich das hier reinspritzen. Dieser Spiritus. Und jetzt anzünden. Und jetzt diesen Linseneintopf öffnen. Und jetzt diese Pfanne, nicht Pfanne, sondern Topf. Genau, Topf heißt das. Hier drauf machen. Und jetzt diesen Linseneintopf hier reinmachen. So, und in der Zwischenzeit mache ich jetzt Tomatenmark auf. Das riecht irgendwie, das ist voll keine Tomatenmark irgendwie, finde ich. Genau, und jetzt kann man das hier so ein bisschen umrühren. Aber gleich fressen ist fertig. Das schwöre ich euch. Linseneintopf. Der muss noch hier so ein bisschen umgerührt werden. Und wenn das passiert ist, genau, das ist schon passiert, dann gleich diesen Linseneintopf fressen. So, Fressen ist fertig, dieser Linseneintopf. Jetzt probieren. Finde ich irgendwie sehr bitter. Also entweder liegt das an dem Linseneintopf selber oder weil ich da Tomatenmark mit hinzugefügt habe. Also eins von beiden. Aber ich finde es sehr bitter und es trifft leider nicht meinen Geschmack zu. Finde ich sehr schade, aber trotzdem fresse ich das gleich auf. Genau. So, auch wenn das hier so richtig laut ist mit den ganzen vielen Fahrzeugen und Autos und LKWs und so weiter hier unter der Brücke, würde ich jetzt schlafen. Also würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Guten Morgen, ich bin auferstanden. Ich habe ja geht so geschlafen. Diese ganzen Autos, Fahrzeuge und LKWs und Autos und so weiter, die haben alle voll gestört und so. Die sind voll laut und so. und gleich Sachen zusammenpacken, Zelt zusammenbauen, Kaffee trinken. Zähne putzen und danach nach Hause zurücklaufen, Start kommt. So, meine ganzen Zeltinnereien sind ausgeschieden. Und jetzt werde ich euch die Brücke, bevor ich mein Zelt zusammenbauen tue, werde ich euch erstmal diese Brücke hier zeigen. Genau, hier vorne ist dieser Eingang. Genau, das hier, das ist diese Autobahnbrücke. Und da drüben habe ich geschlafen. Da, wo mein Zelt steht. So, das hier ist die Brücke. Und hier, guck mal, wenn diese ganzen Steine hier vorne nicht wären, dann wäre diese, und man das hier komplett teeren würde, dann wäre das voll Outdoor-Party tauglich. Da könnte man so ein richtiges Festival hier drunter veranstalten. Ist ja voll cool. Aber hier, guck mal. Genau, hier steht mein Zelt und so weiter. Und hier habe ich geschlafen. Finde ich gut. Aber diese ganzen Autos und LKWs und Fahrzeuge, die sind voll laut und so weiter. Die da oben so rumfahren. Das ist leicht ohrenbetäubend. So. Ja, genau, jetzt erstmal Zelt zusammenbauen.
Ich habe jetzt hier mein Zelt zusammengebaut. So, Zelt ist zusammengepackt. Und jetzt werde ich auf das 2000 Abonnenten-Spezial erstmal ein Guten Morgen Bier trinken. Zum Bier trinken. Und hier, ich habe das mit Kaffee trinken und Zähneputzen doch anders überlegt. Ich werde das erst zu Hause machen und nicht jetzt. Weil hier, guck mal, ich brauche nur eine Stunde, bis ich zu Hause angekommen bin. Und diese ganzen Geräusche von da oben, von dieser Brücke, die sind so laut und ohrenbetäubend und die nerven mich und so weiter. Und deswegen habe ich mir überlegt, jetzt keine Zähne zu putzen und Kaffee zu trinken, sondern diese Sachen direkt einzupacken, den Wagen aufzubauen, nach Hause laufen und dann zu Hause Zähne zu putzen und Kaffee zu trinken. Genau. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. So, mein Wagen ist eingepackt, mein ganzer Müll. Weil natürlich hinterlasse ich wie immer meinen Schlafplatz genauso, wie ich den vorgefunden habe. weil das muss so sein. Und deswegen habe ich diesen ganzen Müll, was ich produziert habe, hier reingetan. Genau. Und jetzt, weil ich das gemacht habe, jetzt Wanderung, ja, nach Hause zurücklaufen, Start kommt. So, ich befinde mich jetzt auf dem Weg nach Hause. Und ich bin voll enttäuscht davon, dass dieser Orkan bzw. diese Sturmböe oder was das sind. Klaus heißt der, genau. Dieser Unwetter. Dass ich davon irgendwie so wenig verspürt hatte. Also fast gar nichts irgendwie. Das hat mich irgendwie viel zu sehr in Ruhe gelassen. Ich finde voll schade. Ich wollte mal ein Zelt rumflattern sehen. So. Hier, ich habe den Müllbeutel in der Hand. Mal guck mal. Ich habe hier. Genau. Hier einen Mülleimer gefunden. Und hier, guck mal. Das hier, das ist dieser Bierpower-Schild, wo ich gestern Bierpower gemacht habe. Und weil bei diesem Abonnenten-Spezial vorne an der 2 steht, werde ich jetzt nochmal Bierpower machen. Bierpower! Und jetzt weiter zu gelaufen. Über die Weserwehr rüber und dann nach Hause. Genau. Guck mal, da drüben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da drüben, da sind hier große Vögel und sowas. Die sind da. Die machen diese. Die bellen rum. Ich laufe jetzt über diese Weserwehr rüber. Also da, wo hier Wasser runterfällt und so. Genau. Da laufe ich gerade rüber. So, ich habe hier diesen vollgeranzten E-Center gefunden. Und ich glaube, ich werde dort ein bisschen einkaufen gehen. Und zwar hier. Ich habe Bock auf Pelmeni mit Schmand. Hier, saure Sahne heißt das, genau. Ich bin gerade aus diesem E-Center rausgelaufen. Ich habe einkaufen gegangen und jetzt werde ich nach Hause laufen. Also sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause wieder angekommen bin, weil ich brauche nicht mehr so lang. Also von daher deswegen bis gleich. So, ich bin gerade zu Hause angekommen und ich werde jetzt Kaffee machen. So, ich habe jetzt gerade Kaffee gemacht. Dieser Kaffee ist jetzt hier fertig. Den werde ich jetzt trinken. Extra, damit meine Zähne dunkler bleiben. Und jetzt werde ich Pelmeni kochen. Ich habe diese Pelmeni gekauft. Und jetzt werde ich hier auf meinen Topf Wasser reinmachen. Jetzt das Wasser hier drauf machen, auf diesen Herd. Und jetzt diesen vergammelten, dreckigen, ziemlich gefetteten Herd, genau, anmachen. Und jetzt diesen Schmierdeckel drauf tun und abwarten, bis gleich Blasen kommen. Und wenn gleich Blasen kommen,
Dann werde ich diese Pelmeni hier reinstellen. So, jetzt langsam Wasser kocht. Und jetzt diese Pelmeni hier aufmachen. Und in diesen Topf hier reinstellen. Und jetzt ein bisschen Salz reinmachen. Und jetzt umrühren. Und jetzt so lange abwarten, bis diese ganzen Pelmeni oben schwimmen. Genau. Und wenn die oben schwimmen, dann prüfen, ob die wirklich fertig sind. So, die Pelmeni sehen fertig aus. Und die haben sich so aufgebläht und die schwimmen alle oben. Und jetzt ausmachen. Und jetzt, hier. Genau. Das hier hinstellen, diesen rote Sieb. Und jetzt diesen Topf mit Pelmeni hier reinschmeißen. Und jetzt diesen Rotsieb-Inhalt hier reinschmeißen. Und jetzt hier Rahmemargarine. Und jetzt diesen Rahmemargarine hier reinmachen in die Pelmeni und hier umrühren, bis Schmilz kommt. Und wenn das passiert ist, dann kommt die Pelmeni gleich auf den Teller drauf. So, die Margarine ist fertig geschmolzen. Und jetzt die Pelmeni mit ganz viel Liebe auf den Teller draufstellen. Guck mal, ich habe hier Schmand gekauft. Und diesen Schmand werde ich jetzt auf die Pelmeni drauf machen. Weil mit Schmand schmeckt das richtig voll cool. Und jetzt zu guter Letzt hier Ketchup drauf machen. So, meine Pelmeni sind fertig. Und die schmecken voll cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich weiß zwar, dass wenn man Pelmeni komplett selber macht, dass die dann am allerheftigsten schmecken, am allerleckersten sind und so weiter. Aber diese Pelmeni aus E-Center, genau da habe ich mir das geholt. Die schmecken auch voll cool. Die kann man voll cool fressen. So, ich werde jetzt noch weiter meine Pelmeni fressen. Das war mein 2000 Abonnenten-Spezial gewesen. Und auf das, dass dann irgendwann ganz schnell 3000 Abonnenten Spezial kommt, damit ich hier dreimal Bierpower machen kann, anstatt nur zweimal. Genau. Und von daher, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Beer power. Beer power.